Liebe Podcast-Freunde, heute ist der Start des Bravo-Bühnenwochenendes. 16., 17. und 18. August steht im Zeichen von Pur, Matzen, Bosse, Tonbandgerät und Helge Schneider. Weil die Welt sich so schnell dreht, weil die Zeit so schnell vergeht, kommst du nicht hinterher. Also, wie sieht das Mikro aus? Das sieht echt aus wie von einem entweder ZDF-Hitparade. Nee, war das ZDF-Hitparade? Ich glaube ja. Ja, ja, doch. Gab es ja in den 70ern und auch in den 80ern noch. So sieht das aus, so, als wäre es da verwendet worden. Also liebe Zuschauer, wir befinden uns hier heute nicht auf der Volksbank Bravo-Biene im Raffteichbad, sondern auf der Volksbank Hitparade. Für uns ist es heute eine total große Freude, hier zu sein mit zwei unserer allerliebsten Künstler zusammen, mit Matze und mit Matzen und mit Bosse. Könnt ihr mal einmal die Arme hochheben und einmal schreien für Matzen und Bosse? Guck mal an, guck mal an. Ich spiel mal einen Song. Pass mal auf. Das Leben muss lang, wenn du die Zeit spürst. Entschuldigung. Undercover TV. Ole hat recht. Und zwar habe ich sie gerade abgefangen. Sie standen auf der Bühne vor Bosse. Und war gut? Ja, war richtig fett. Es war unser viertes Braunschweig-Konzert. Und ihr habt das Gefühl, es wird so exponentiell besser. Exponentiell? Heißt das exponential? Was, ist das so eine Kurve, oder? Ja, das ist die. Das wird immer mehr. Und das ist nicht so linear, ja, sondern es fängt ein bisschen weiter unten an und wird dann aber so immer besser. Ja, großartiger Tag. Ich war so aufgeregt, dass ich Botze gesagt habe, ne? Oh, ich hab's gehört. Ich hab so geärgert, weil ich hab mich so gefreut und war so nervös, so schnell geredet habe, dass ich so Matze und Botze. Oh. Also ich fand's gut. Ich habe gelacht und ich glaube, die anderen haben auch gelacht. Da haben so einige gelacht. Ja, und was hören wir hier im Hintergrund? Die schönste Zeit. Die schönste Zeit. Und weil wir gerade die schönste Zeit haben, verabschieden sie sich jetzt alle wieder und hören Bosse weiter. Auf jeden Fall jetzt schnell. Sehr geil. Dann einmal ab. Alle ab. Warte. Darf ich euch noch zu unserer Tour einladen? Wir spielen im Winter eine Tour. Kommt unbedingt vorbei. Es wird großartig. Habt ihr gehört? Und jetzt dürfen wir gehen? Jetzt dürft ihr laufen. Rennt! Alex und Clara, wo kommt ihr gerade her? Was habt ihr gemacht? Wir waren gerade auf dem Konzert von Bosse und Tonbandgerät. Ja, wir haben uns gerade mit Bosse so ein bisschen unterhalten. Bosse unterhalten, das hört sich richtig cool an. Wie kommt man denn daran? Man macht bei ganz tollen Gewinnspielen mit von Undercover und räumt da richtig ab. Und dann gewinnt man das. Ganz leicht. Also höre ich raus, dass du die Gewinnerin des Bosse-Gewinnspiels bist. Das ist richtig. Sehr cool, da hast du dich bestimmt richtig gefreut. Und hat es sich gelohnt? Was durftet ihr alles schon machen? Also wir durften Backstage, haben wir eine Führung bekommen. Wir durften, ja wie gesagt, mit Bosse so ein Meet and Greet mitmachen und einfach mal so mit ihm plaudern. War total entspannt. Und ja, wir sind hier kostenlos draufgekommen. Ist ja auch super, durften VIP parken. Können wir mal hochhalten. Ja, VIP-Ausweis. Genau. Wollen wir mal vermerken. Darf man auch behalten. Und ja, und Getränkeschips haben wir auch bekommen. Das hört sich alles sehr cool an. Durftet das mitkommen? Ja, genau, ich bin die Begleitung. Ja. Braunschweig, da tanzt man gerne auch mal zu Reggae. Und wenn ich nochmal auf Reggae reime, dann bring ich mich um.